Es plätschert so leise der Bach. Ist das nicht herrlich? Das ist Natur. Zurück zu einem neuen Video. Ich mache heute eine Fototour, was auch nicht ganz einfach ist. Gott, ist der Weg matschig. Wo ich heute hin bin oder wo ich hingehe? Zum Herflerbruch, zu den Märzenbechern. Jetzt hat es in den letzten Tagen ein bisschen geschneit, ein bisschen geregnet. Oh, ist nicht ganz einfach hier. Der Weg ist so matschig. Warum immer ich hier durch die Senke? Oh je. Es ist nicht gerade warm, es sind 5 Grad. Jetzt habe ich meine Handschuhe zu Hause vergessen. Mich friert es ein bisschen an den Fingern. Aber da muss ich durch. Und wir sehen uns gleich bei den Märzenbechern. Kurz vor dem Ziel. Und was muss ich sehen? Der Wald ist weg. Wo ist der Wald hin? Der stand doch letztes Jahr noch. Aber Hauptsache, die Märzenbecher sind noch da. Und da gehe ich jetzt hin. Und da sind sie schon, die Märzenbecher. Oh, überall stehen sie. Ich dachte, ich bin zu spät. Vor 2 Wochen dachte ich, ne, mit dem Wetter, das könnte doch noch nicht so ganz hinhauen. Die kommen noch nicht raus. Dachte ich, warte noch ein bisschen. März ist ja noch nicht so ganz. Jetzt sind in den letzten Tagen immer mehr Fotos von Märzenbechern aufgetaucht. Jetzt muss ich doch mal hier hin. Und siehe da. Da stehen sie. Bin doch nicht zu spät. Heute ist es noch windstill. Morgen soll es stürmen. Da wollte ich auch nicht unbedingt raus. Jo, passt doch. Man weiß ja auch nicht, wie lange die hier noch blühen. Mal sind sie früher dran, mal sind sie später dran. Das kommt immer ein bisschen auf das Wetter drauf an. Wenn es zu früh warm wird, dann sind sie auch schon früher draußen. Dieses Jahr hat der Winter ewig lange gedauert. Aber so richtig Frühling wird es ja auch nicht. Das ist aber auch ein holpriger Weg. Guckt euch das nur an, das ist nicht wahr. Das ist der Borkenkäfer. So, bis hoch zu den Bänken schaffe ich es aber noch. Nein, es ist kein Corona. Das ist nur die Kälte. Ach, je. Es war doch mal ein schattiges Plätzchen. Jetzt ist es ein sonniges Plätzchen. Ja, schön. Der Vorteil ist doch, wenn man um diese Mittagszeit geht und wenn es kalt ist, ist es kein anderer da. Und somit habe ich auch ein bisschen mehr Ruhe, kann mich mehr auf die Märzenbecher konzentrieren, muss nicht auf die Tasche aufpassen. Das war letztes Jahr ein bisschen schwierig,
weil so viele Leute waren, immer der Blick auf die Tasche, dass mir keiner die Kamera klaut. So, aber heute kann ich mich auslassen. Also jetzt kommt hier irgendein anderes Vieh. Das dürfte eigentlich nicht. Okay. Packe gleich mal die Tasche aus. Da oben haben sie auch eine Menge abgeholzt. Mensch, irgendwann gibt es keine Wälder mehr. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Da oben. Ist der Wahnsinn. Na gut, wir sind es dann gleich. Also wenn ihr die Märzenbecher noch besuchen möchtet, dann könnt ihr das in den nächsten Tagen noch machen, aber wartet erstmal den Sturm ab. Es ist zu gefährlich, in die Wälder zu gehen. Jetzt muss ich nur ein bisschen leiser reden, sonst denken die hier, ich führe Selbstgespräche und ich bin hier total bekloppt. Ja, die machen auch alles Fotos. Nur ist ja auch so selten. Mal die GoPro da stehen zu lassen und ich lasse mich jetzt mal hier aus. Ton müsste eigentlich funktionieren. So, ich schau mal, dass ich mich mal ein bisschen hier breit mache. Die GoPro läuft mit. So. Die Canon EOS 6D Mark II ist heute wieder am Start. Mit der fotografiere ich sehr gerne. Ich habe das ganz normale Telezoom-Objektiv hier drauf. Das genügt eigentlich voll und ganz. So, während ihr mich beobachtet, lasse ich ein bisschen Musik laufen. Dieses Feld nicht berührt. Es ist ein Naturschutzgebiet und die Märzenbecher sollen natürlich ihren Frieden haben und natürlich auch in Ruhe wachsen und gedeihen können. Ein Foto vom ganzen Feld darf natürlich nicht fehlen. Dazu setze ich auch die Blende ein bisschen hoch, damit man alles schön scharf bekommt.
Sonne wäre natürlich noch besser. Vorhin kam die Sonne raus, aber jetzt hat sie sich wieder verzogen. Hätte ein besseres Licht gegeben, aber man kann doch nicht alles haben. Das verlange ich doch auch nicht. So, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich fertig. Ich habe das, was ich brauche. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke und ihr verpasst kein einziges Video mehr. Wir sehen uns dann irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen. Ich muss mal sehen, wie das Wetter ist. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Es gibt weitere Fototouren. Macht's gut. Ciao.